Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Island Epidemic. Ich und drei Freunde, wir haben uns zusammengesetzt und haben das Spiel angeguckt und ein paar Runden gespielt. Und das sind jetzt zwei Videos geworden und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Schaut mal meine geile Doppelpistole. Oh oh. Und ihr könnt übrigens. Ihr könnt übrigens noch während des Cooldowns die Fähigkeit auswählen, dann wird sie, sobald sie fertig ist, losgelegt. Sobald ihr dann klickt. Jo, danke. Ey, wo kann ich die Lautstärke runterdrehen? Im Windows oder im Spiel, in den Optionen. Das muss ich auch gleich mal machen. Oh fuck! Warte, Fleming ist noch nicht da. Ich hab nur gerade das Mastervolumen so leise gestellt, dass ich euch verstehen kann. Ihr müsst mich übrigens verteidigen, wenn ich es einnehme. Du, wir nehmen alle ein. Nein. Ach so, das meinst du. Ja, ja, das ist aber nur das Aufladen. Jetzt nehmen wir ein. Jetzt beginnt die Welle. Erste Wave. Oh, und wenn ihr im Gebiet bleibt, wenn ihr im Gebiet bleibt, geht das mit dem Einnehmen schneller. Also nehmt die Schusswaffen und ballert raus. Bleibt drin im Kreis. Das geht nicht schneller. Weil wir müssen nämlich gewisse Anzahl Monster töten, dafür das einzunehmen. Komisch, im Tutorial ging das, hatte das einen Unterschied gemacht, der da drin ist. Ja, im Tutorial, aber auch Cheater, was du machen musst. Okay, die Pistole, die ich gecraftet habe, die ist meh. Du musst ja was verbessern, deine Waffen, Mann. Ja, ja, ich weiß. Aber die macht halt einen geringeren DPS als die Schrotflinte. Heilung braucht, sag einfach Bescheid, ne? Du musst das, du siehst das doch. Achtung, Achtung! Hier, heil du. Ausweichen! Also ich find's ja süß, dass er so ein Seesternchen an sich dran hat. Heilung, please. Heilung, please. Möchtest du heilen? Jetzt. Nö, noch nicht. Okay. Oh mein Gott, Screamer, oben. Oh, es kommt schon mehr. Und auch die Pistole hat eine super Mannstoppwirkung. Nehmen wir auf einmal. Achtung, die Klasse! Fetti! What the fuck? Wichser. Great job there! One for the count! Oh, ich schon wieder. Ah, das ging schnell. Hier hat sie auch nur 1000 Leben, nicht 5000. Man kann die Rolle. Die Rolle hat Cooldown, okay. Ich wollte gerade im Flugzeug entkommen. Wird nix. Was sollen wir im Flugzeug machen? Gar nicht, aber nur drauf los, was. Ich
Wette, die Bosse werden heftig. Übrigens, das ist noch easy? Wieso stellst du denn auf easy? Weil wir nur easy spielen dürfen. Achso. Wir müssen doch erstmal so spielen. Ich wollte sagen, auf easy gibt's auch weniger Erfahrung. Richtig. Außerdem, ich kann euch ja eh heilen, wir kriegen so gut wie keinen Schaden. Das ist ganz cool. Oh, das sind schon die besseren ein bisschen. Oh, die, naja, die mit die roten Menschen etwas schwieriger gerade, ne? Das sind Elite Walker. Ist das gleich, oh, die anderen fuck, nur mehr leben? Also davon abgesehen. Oh, jetzt hatte ich gerade voll einen Lag, ey. Hier, warte mal, ist er noch drinne. Da. Warum hatte ich voll einen Lag, lol? Heilung, 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 Heilung überall. Ich will einen Baumstamm werfen, komm, irgendwo her. Nur mich heilst du nicht, du Asozialer. Ja, Baumstamm, komm. Denk dran, Flammy, du hast auch mit Rechtsklick andere Attacken. Stimmt, das kann ich auch mal mit der Pistole ausprobieren. Danke, Sonos. Auch nicht der Flächenschaden. Der macht auch, der hat eine größere Reichweite für Rechtsklick. Achtung! Fettwands, oh, kacke. Naja, der konnte jetzt nicht wirklich was. Was ist das denn? Das, den kenn ich noch gar nicht. Der war doch eben gerade schon da, der Batscher. Nein, ich meinte den, der mit den Stacheln, den gibt's ja im Standardspiel gar nicht. So, der Rammer. Ja, guter Typ. Irgendwie macht man nicht, unter macht deinem noch nicht so viel Schaden, die, ne? Unter deinem Lebensbalken musst du das anzeigen. Wenn die hoch, am höchsten ist, machst du was? Richtig viel Schaden. Ey, Leute, kann man sich da auch andere Sachen kaufen? Ach, ja. Scheiße. Ach, die, der untere Balken ist sozusagen Rage und das brauche ich dann für meine Spezial. Ja. Sehr schön. Yay. Der untere, das links unten da. Der untere Balken, der unter den Lebensbalken, der ist die Rage-Anzeige und wenn die voll ist, dann macht man viel Schaden mit dem Sonderangriff auf rechte Maustaste. Jo. Aber ich meine, links unten, da steht zum Beispiel die Waffe, wo man Waffe wechseln kann, das ist C und dann steht da bei mir 84.401. 1411. Achtung, da kommt schon ein Festhalteteil. Was ist das? Ein Puller. Das ist ein Smoker, so gesehen, aus Left 4 Dead 2. Der starb ja mal gerade geil. Ach du Scheiß. Checkpoint. Ach. Ah, ne, schon wieder, ey. Der Tasse, der will. Was ist das? Oh. Elite Pläne sind ja die Elite-Deutscher. Hey, der umarmt mich gerade. Ja. Danny, wo bist du? Wie, wir haben Gold instant gemacht? Ne, ja, wir sind gut, ne? Oder das ist Bronze? Das ist Gold, steht doch oben drüber. Also so muss das. Das üben wir noch mit den Killen. Ich bin ein Heiler, ich bin kein Killer, Mann. Was Exit to Creep musst du drücken, oder bei was? Bei den Pipi-Boss. Doch egal. Das ist eine andere Map. Nein, ist nochmal dieselbe. Oh, ich dachte nein. LOL. Echt? Denn das Faustwaffen? Boah, sehen die geil aus. Hä? Guck mal, meine neue Waffe, was ich in der Hand hab. Geile Waffe. Neue Nahkampfwaffe. Ist das denn die richtige? Ja, was? Du hast. Für dich müsste das eigentlich eine passende Waffe sein. Another supply run, friends. We're here to bring in the goods. Go! Hey, da liegt wieder M16. Geil, was ist das? Okay, zwei wieder auf die Barrikaden, der Rest kümmert sich um die Zombies-Welt kommen. Okay. Die Damage-Dealer am besten kümmern sich um die Zombies. Genau. Ja, weil wenn der Tank an der Mauer angegriffen wird, stört das nicht, oder? Noch 2000. Ich frage mich, was meine Fähigkeit bringt. Welche denn? Mit Niedergrad. Hier rechtsklick? Ja, die R. Meine R. Ja, einfach durchlesen, ne? Ich kann ja gleich mal kurz warten. Ich kann nicht durchlesen,
Schild. Ah, das gibt Barrikade euch auf. Das gibt euch allen ein Schild. Komm Jungs, Barrikade ist auf. Jo, lass mich. Das gibt euch alle ein Schild, ja. Cool. Du kannst uns schützen und ich kann uns heilen und außen kann ich auch noch einen auf den hier machen. Hey, der Labor hier, hallo, der Laborant. Der sieht doch heiß aus. Ah, sowas von. Auf einmal steht er auf. Ja, auch nicht schlecht. Ich wette, der steht gleich auf. Das ist gut möglich, ja. Also, 12 Minuten wäre Gold. Unter 12 Minuten. Wie denn? Ey, aber solange keine Zombie-Massen kommen, bringen mir meine Fähigkeiten nichts. Weil die sind wirklich auf dem Area of Effect ausgelegt. Was das auch geil ist, meiner R, was heißt, also Smokescreen, aber ich auch Flächenschaden. Ja, aber nur 70%. 52 Schaden, so gut. Fetter, fetter. Aua. Der Schlamm auf dem Boden macht er ordentlich Damage. Ja. Kann man da auch eigentlich irgendwie auf Pause stellen? Nein. Nein. Wenn dann nur René. Nee, geht nicht. Da kommen irgendwie zu wenig Zombies. Ja, doch. Wie gesagt, das ist noch easy. Ja, aber René, ich mach zum Beispiel Fetter. Area of Effect. Was möchtest du, Fleming? Ich mach zum Beispiel Area of Effect Damage. Bei mir macht das keinen Unterschied, wie viele da sind. Vor allem meine Evasion macht mir 100% Evasion. Ah, aua. Ja, der ist echt nicht aufgestanden. Er sieht trotzdem geil aus. Leute, habt ihr das hier hinten schon gesehen? <It's your butt. lacht> Mal gucken, was die Röntgenbilder so zeigen. Ey, Leute, auf den Röntgenbildern sind... Sind das Menschen? Hm. Oh, wo seid ihr hin? Scheiße. Guck auf die Karte. Ja, ich sehe es. Oh, der hat auch noch runtergelassene Hose. Kannst du da ranzoomen? Mit Mausrad kannst du ranzoomen. Kann man da runterspringen? Festes. Ey, ja. Wir müssen da sowieso durch den Fahrstuhl fahren. Das ist noch Nein, hält diese Barrikade, Jungs. Dann probier halt runter zu springen. Ultimative Fähigkeit. Feige Scheiße. Boah, 120 Sekunden Abhängzeit, ey. Buttsmaker ist da. Das war meine. Oh, ich dachte, das wäre ein Feind und ich habe meine Fähigkeit darauf eingesetzt. Nein, das sind. Ich schieße nach oben und Entenfallen hinunter. In einem Gebäude. Warte, richtig. Ich will auch mal meine probieren, okay? Lass Nein, Leute, Zombies. Mach dich doch mal einen Boss fahren. Okay. Jetzt 2 Minuten Abhängzeit hier gehen. Okay, doch, kannst du einmal machen. Wartet mal. Ach, Scheiße. Nee, kann nur. Da spare ich mir auch. Leute, lass mal kurz ein paar Zombies kommen. Ich will was ausprobieren. Ja, ich will mir meine Ulti auch gleich mal ausprobieren. Warte. Okay, tschüss, Leute. Okay, meine Ulti bringt 5 Zombies um. Oder macht sehr hohen Schaden auf 5 Zombies. Das ist
nicht schlecht. Ich bin der Tank hier. Ja. Ich hab gedacht, ich bin Magier oder sowas. Alter, du bist ein fetter Typ mit einem Paddel, was hast du erwartet? Ich hätte ihn auch für einen Magier gehalten. Nur weil er Baumstämme beschwören kann? Ne, die Barrikade geht noch nicht kaputt. Nein, da kommt noch die zweite Wave. Elektro, ich auch machbar. Nein. Nö. Level up. Oh, you. Ja. Lemme, du bist noch Fetter. Scheiße. Der Fette wird immer gemobbt. Und Grima, als Grima. Und du hast auch so ein hässliches. Ich bin unkontrolliert. Du hast auch so ein hässliches Paddel wie ich. Ja, ich hab auch noch ein hässliches Paddel, jo. Nein, ich sein nicht. Paddel ist viel hässlicher, sonst hat Nägel. Ja, das habe ich doch abgezogen. Findest du, die Nägel sind schöner? Ja. Ich finde, die tun nicht wirklich was dann hinzu. Oder auch, nimm auch nicht wirklich was hinweg. Oh, Rambo. Aua. Oh, shit. Und jetzt Ulti. Das erinnert mich voll an die Ulti von Ding. Ungefähr so? Alter. Matthias, dein Ulti ist voll die gleiche wie die vom Baum. Ohne Scheiß. Du hast ein Ding auf dem Boden, dann kommt so eine Spalte. Haben wir noch 4 Minuten, ey. Warte mal. Ey, die Fähigkeiten von meinem Charakter sind irgendwie darauf. Der Zombie sieht ja mal geil aus. Doch, da ist der Laborboy. Ah. Ey, habt ihr schon gesehen, wie viel Schaden ich an dem gemacht hat? Mindestens ein Viertel seiner Leben. Habt ihr alle 31 XP bekommen dafür? Jo. Gut. Das wollte ich jetzt mal wissen. Gold. Yay, yay. Und ich denke immer, meine Fähigkeiten erwischen voll wenig Zombies.